Unsere nächste Station ist das Industriemuseum Henrichshütte. Hier befindet sich der älteste noch erhaltene Hochofen im Revier. Und wo früher eine ganze Menge Koks rumlag, kann man heute eine ganze Menge lernen, und zwar den Weg des Stahls und des Eisens. 150 Jahre lang sprühten in der Henrichshütte die Funken. Mehr als 10.000 Menschen haben hier gearbeitet und Koks, Eisen und Stahl produziert. 1987 wurde der letzte Hochofen ausgeblasen. Heute kann man das Gelände besichtigen. In verschiedenen Räumen der Anlage gibt es auch wechselnde Kunstausstellungen. Außerdem lernt man im Museum viel über die Tiere und Pflanzen der Industriebrache. Und auch für Kinder lohnt sich ein Besuch der Henrichshütte. Eine blaue Ratte erklärt an jeder Ecke, wie das eigentlich damals alles funktioniert hat mit dem Eisen und dem Stahl.